Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten jetzt so wieder gesund ins neue Jahr. Denn, also mein Wunsch ist auf jeden Fall, gesund zu leben. Und zu einer gesunden Lebensweise gehört auf jeden Fall natürlich auch eine gesunde Ernährung und kein Übergewicht. Und deswegen starten wir jetzt quasi mit leckeren und gesunden Rezepten. Der Januar ist für mich ein Monat, also die Fastenzeit beginnt ja im Februar. Da ist es natürlich nochmal ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, es ist auf jeden Fall strenger. Der Januar ist noch so ein Mittelding, wo ich wieder meine Standards, die ich immer habe, also meine Regel ist immer unter der Woche gesund zu essen, keine Zwischenmahlzeiten, also wieder Obst in den, also Mia ist natürlich immer zwischendrin und das ist, gilt es dann quasi immer sehr streng zu sich selbst zu sein, da nicht mitzuessen. Und meine Regel ist so, dass ich am Wochenende dann naschen darf und in der Fastenzeit ist natürlich das dann auch weg. Und deswegen ist der Januar jetzt noch ein bisschen entspannter. Wir starten mit einem ganz, ganz leckeren Rezept. Das ist Mias Lieblingsrezept und es passt jetzt, finde ich, perfekt zur gesunden Ernährung. Wenn man nämlich da rein oder ein Löffelchen davon isst, hat man das Gefühl, man ist im Frühling auf irgendeiner Frühlingswiese. Schmeckt total locker, leicht und wir lieben es total. Für uns ist es als Mittagessen ausreichend. Für die, die Fleischliebhaber sind, die machen dann einfach nur eine ein Würstchen oder sowas im Airfryer dazu oder Hähnchennuggets oder wie auch immer, um das Ganze dann für die Kinder noch ein bisschen leckerer zu gestalten. Wir essen es wie gesagt so, aber ihr könnt es natürlich auch einfach als Beilage nehmen. Ich würde sagen, ich zeige euch die wenigen Zutaten und wir starten direkt los. Wir benötigen einfach nur eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser, einmal Buttergemüse, 1,5 Teelöffel Salz und ein bisschen Pfeffer. Kommen wir zur Zubereitung. Die geht ganz einfach, so wie ich es euch versprochen habe. Ich benutze jetzt einfach meinen Wok, ansonsten nehmt ihr einfach eine große Pfanne. Da geben wir einfach nur alle Zutaten hinzu. Ich stelle jetzt erstmal meinen Herd auf Stufe 8, damit einfach alles schnell, also schneller zum Aufkochen kommt. Und sobald es anfängt zu köcheln, reduzieren wir dann die Hitze auf Stufe 5. Und dann müssen wir eigentlich nur so lange warten, bis sich das Wasser komplett, also bis es komplett verdunstet ist. Das seht ihr dann, weil die kleinen Wasserbläschen nach und nach unten sinken. Und dann schaut ihr einfach mal mit dem Löffel hin und her, ob das Wasser weg ist. Und wenn das Wasser weg ist, ist es fertig. Und was wäre dieses leckere Essen ohne einen leckeren Dip? Gar nichts, ne? Wir bereiten dazu immer, oder das ist Mias absoluter Lieblingsdip, ist ein selbstgemachter Joghurt-Dip. Da kommen nur ganz wenige Zutaten rein. Es schmeckt auch total frisch und das verleiht dem Gericht auf jeden Fall das, was es braucht. Und dieser Dip ist natürlich nicht nur für die Reispfanne lecker, sondern auch für das Ofengemüse. Ich mach den eigentlich zu ziemlich viel dazu, so bekomme ich auch hin, dass sie mir Gemüse isst. Da muckel ich das quasi, wenn man das Gemüse unten klein hat und dann diesen Dip drüber macht, mir ist total der Soßenesser. Kriege ich sogar hin, dass sie dann auch das Gemüse mit isst. Ich werde sagen, ich zeige euch schon mal die wenigen Zutaten und den Dip bereite ich immer vor, also zu in der Zeit, wo der Reis kocht. Da kann man einfach die Zwischenzeit super nutzen. Für den Dip benötigen wir einmal Salz und Pfeffer, ein ganz wenig Zucker, also eine Prise Zucker, dann 500 Gramm Naturjoghurt, die Schale und den Saft von einer Zitrone, also sollte die unbehandelt sein, und Schnittlauch, ungefähr 2 Esslöffel.
Ja, konnte ich euch jetzt ein bisschen motivieren und verzaubern mit diesem Rezept? Schaut mal, ich finde das riecht. Ich würde euch gerne mal so einen Hauch frische Duft in eure Küche bringen. Riecht total toll. Wie gesagt, wir lieben das total. Ihr könnt das Ganze natürlich auch noch für die Kids mit Fischstäbchen, Chicken Nuggets und was es nicht alles gibt, natürlich auch noch ein bisschen attraktiver gestalten oder mit Berner Würstchen oder generell mit Würstchen, wenn Männer dabei sind. Die verzichten nämlich ungern auf Fleisch, so wie ich festgestellt habe. Aber ich, also Mia und ich lieben das Rezept so, mein Schatz sogar auch. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept ist wie immer unten in der Infobox für euch verlinkt. Genauso auch wie mein Shop von Pampered Chef. Da habt ihr alle Produkte, die Pfanne, die ich wirklich total liebe. Mit der werden jetzt auch natürlich auch die nächsten Videos gedreht. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Rezept-Video-Idee von mir. Bis dann. Tschüss.